Okay, weiter geht's. Ich habe mich übrigens gerade umentschieden. Ich werde die Schachfiguren doch mitnehmen, weil ich habe ja 4 Inventarplätze. Und ich nehme die jetzt einfach mit, weil es würde ja doch sinnvoll sein, wenn ich jetzt hier an dem Schloss vorbeilaufe. Das muss hier irgendwo sein. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Gut. Hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir erstmal hier durch. Hier war... War hier schon das Schloss? Hier könnte schon das Schloss gewesen sein. Ja, das ist der Raum mit dem Schloss. Genau. Ist hier irgendwo irgendwas? Hm. Hier ist nichts. Da ist das Schloss, genau. Und ist hier irgendwas? Hier ist auch nichts. Hier ist also nichts außer dem Schloss. Sieht aus wie eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnet. Die einzelnen Stecker sind beschrieben. Dose Königstecker, Dose Turmstecker, ja, Dose Läufer und Dose Springerstecker. Ganz gut. Was habe ich denn jetzt überhaupt mehr? Der König, Läufer und Turm. Also mir fehlt noch der Springer. Dann packen wir schon mal die 3 hier rein. Den 4. finde ich ja erst, wenn ich den Kreuzschlüssel habe. Und das ist ja mein nächstes Ziel. Oder sollte ich vielleicht sagen, meine nächste Aufgabe. Okay, also wieder raus hier. Das sieht jetzt schwer nach einer Sackgasse für mich aus. Ah, Ada. Ada? Ja, Ada. Leon. Alter Womanizer. Und die Reaktion ist auch geil. Ja und? Schön für dich. Ich glaube, das weiß sie auch so. Also Ada ist auch ganz schön seltsam. Give me a boost. I'll go and check. Aha. Leon, schön nach unten gucken. Bloß nicht nach oben gucken, ja? Ah, schön, jetzt guckt er doch nach oben. Oh Mann. Ja, das ist, denke ich mal, der Part, wo ich jetzt Ada übernehme. Oder? Ach, Sherry! Hier habe ich mit Sherry die Granatmunition für Claire gefunden. Und Sherry hat etwas verloren. Auch ein Anhänger mit ihrer Familie. Ja, mit diesem Anhänger hat es noch, oder mit dieser Brosche hat es noch etwas auf sich. Was genau, das erfahren wir später. Ich kann ja auch schon mal ein bisschen gemeint sein, diese Brosche ist auch ein Grund, warum hier dieser gigantische mutierte Zombie rumläuft. Der am Anfang durch die Decke gebrochen ist, der von diesem Hubschrauber abgeworfen wurde. Oh, Zombies. Und auf Wiedersehen. Bist du tot? Wie viel? Nein, du bist erstmal. Bist du nicht tot? Oh, ich habe genug Munition. Ich habe sogar ein Erste-Hilfe-Spray. Mann. Dreckszombie. Ich sehe nichts. Das ist echt unfair, wenn man überhaupt nichts sieht durch diese verdammten Zombies. Erstmal nachladen. Also, boah, das ist, muss ich jetzt sagen, ist wieder im Vergleich zu Claire einfacher. Weil hier sind mit Claire, bin ich, also mit Sherry, hatte ich hier Hunde als Gegner. Und das ist doch ganz schön heftig. Mann, die Zombies laufen hier bitte rum. Gebt ihr jetzt endlich Ruhe? Nein, sie geben immer noch keine Ruhe. Ich liebe es, wenn man nicht sehen kann, was hier... Der dürfte tot sein, ja. Hier gab es doch auch noch Extras, ja. Hier ist das, also ich bin ja mit Ada dort gestartet, wo Sherry die Granaten gefunden hat. Und wenn ich jetzt mit Ada an den Punkt gehe, wo Sherry startet, finde ich, glaube ich, noch was, ja, finde ich was für Leon. Nämlich Shotgun-Munition. Oh ja, Schrotpatronen. Ich glaube, hier war aber sonst nichts mehr. Hier sind wir mit Sherry gestartet. Hier hat uns Claire durch das Gitter geholfen. Und ich muss mit Ada jetzt eigentlich genau das gleiche Rätsel machen wie mit Sherry. Also dieses Kistenrätsel. Was ich ein bisschen schade finde, weil das war auch jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber ich kann nichts dran ändern. Also das gleiche Rätsel nochmal.
Und auch die Belohnung ist identisch. Es ist wieder der fehlende Schlüssel. Abwassersystemkarte, ja, her damit. Also wieder hier mal nach unten. Du sollst nach unten gehen, danke. Nach unten diese Kisten verschieben, dann nach oben und das Wasser eben steigen lassen. Dann wieder über die Kisten zum Regal und aus dem Regal den Schlüssel nehmen. Das kennen wir mittlerweile. Hier wäre ich wirklich dankbar gewesen, wenn man sich da irgendwas anderes einfallen lassen könnte. Aber naja, dafür hat es dann doch nicht gereicht. Okay, Umbrella. Zumindest ist Ada ein bisschen schneller, was das Klettern betrifft. Okay. Nur noch auf das Knöpfchen drücken und der Schlüssel ist unser. Ein Hebel. Okay, es ist ein Hebel, es ist kein Knopf. Ja, das Wasser steigt. Das kennen wir bereits. Und wir holen uns den Schlüssel. Unser Kreuzschlüssel, der uns jetzt hoffentlich hilft, alles zu finden, was ich bisher noch nicht finden konnte. Raus hier. So, sind die Gegner wieder respawned, oder? Nein, es ist ruhig hier. Das ist wirklich sehr... Wieso liegt denn der da noch? Der ist bestimmt noch am Leben, sonst würde der da nicht liegen. Aber den ignorieren wir jetzt einfach mal. Ah, Zwischensequenz. Leon, can you hear me? Wieso übersetzen die es eigentlich Ada, mit Sie? Did you find anything? Haben Sie etwas gefunden? Right here. Die reden sich mit Du an. Oh Mann. Think fast. Here's one more. Denken Sie schneller. Was für eine miese Übersetzung. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. Ja, das kennen wir ja auch schon, dieses Phänomen. Ich treffe sie dann später wieder. So förmlich. Ada, wait! Warten Sie. Hm. Ah, Funkspruch von Claire. Leon, come in. I found the girl. And I cleared the wreckage that was blocking the corridor. Das war, wo wir Sherry in dem dunklen Raum gefunden haben, nachdem wir den Chief getroffen haben. Got it. Da, genau, das war dieser geniale Respond. Got it. Ja, da muss ich als nächstes hin, weil Claire hat mittlerweile, freundlich wie sie ist, ja, du kannst mir das, ich weiß, hab's verstanden, wo es ist. Claire hat mittlerweile den Hubschrauber, also die Tür am Hubschrauber freigesprengt. Das muss ich mit Leon nicht machen, das hat sie für mich gemacht. Und dieses Zimmer kann ich ab jetzt dann betreten. Mit Leon. Okay, überlegen, nochmal nachdenken. Ich habe dieses, die Kräuter, alles was ich jetzt machen muss, ist zurückgehen. Aber ich glaube, ich nehme mir nochmal Kräuter mit. Weil ich muss jetzt ja bedenken, da sind Spinnen, Zombies und ach noch, jede Menge anderes Gesocks. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut, wenn ich mir noch wenigstens einmal Kräuter mitnehme. Und ich werde auch, da Spinnen sind, ich werde noch die blauen auch mitnehmen. Ja, blaue Kräuter. Und dann mixen wir die einmal. Das sollte hoffentlich ausreichen, um heile durch die Spinnen und Hunde und Zombies und was weiß ich nicht alles zu kommen. Ich werde jetzt auch überall nur noch durchlaufen, weil ich habe nicht mehr viel Munition. Zumindest werde ich es versuchen, überall durchzulaufen. Ja, Spinnen. Nein, bleib mir vom... Boah, Hilfe. Boah, nein, 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 nein. Scheiß Spinnen. Hoffentlich bin ich jetzt nicht vergiftet worden. Oh Gott, und jetzt kommt der Raum mit den Hunden. Jetzt bereue ich es, dass ich diese Kräuter mitgenommen habe. Oh Gott sei Dank, die Hunde sind dämlich. Wunderbar. Ich bin nur auf Vorsicht. Das ist also kein Grund, in purer Verzweiflung auszubrechen. War jetzt hier noch irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch irgendwas war.
Nee, hier war... There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Ja. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Okay, nee, hier war nichts mehr. Ach nein, ja, ich bin... Alles klar. Ja, kurzer Fehler meinerseits. Hier müsste ich wieder in das Parkhaus kommen. Genau, und an der Stelle geht's dann beim nächsten Mal weiter. Bis dann.